Mit neuen Kräften lassen Syriza und Cheshire schnell den See Nimue hinter sich. Wenngleich die Gegner immer stärker und die Gefahren und Fallen immer größer und heimtückischer werden, kann es kein Zurück geben. Und richtig, gerade im richtigen Moment eilen Syriza und Cheshire dem weißen Wolf an einer Weggabelung zu Hilfe. Drei bösartige Feen bedrohen den mystischen Wolf und sind gerade dabei, ihn zu umzingeln, als sich Syriza mit ihrem Dämon zu erkennen gibt. Der weiße Wolf nutzt die Gunst der Stunde und huscht schnell in den Lichtbüschelhain, während die drei Waldwesen nun ihr Augenmerk auf die junge Hexe und ihr Plüschspielzeug richten. Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Bayonetta Origins Syriza and the Lost Demon. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir haben jetzt das erste Mal in der letzten Folge Talentpunkte vergeben können, nämlich an diesem Spiegel. Sowohl für Syriza als auch Cheshire. Haben wir gemacht, haben wir uns ein paar Sachen ausgesucht. Ich zeige euch das nochmal kurz, weil ich selbst nicht weiß, wie wir Dinge bedienen müssen. Ich weiß noch nicht, was es damit auf sich hat, wenn hier manche Sachen so umkreist sind. Dass es vielleicht Sachen sind, die empfohlen werden zu lernen, weiß ich nicht. Oh, man kann auch einzeln üben. Wollen wir die einzelnen Sachen mal üben? Also den Hexenimpuls, den haben wir ja geübt. Das sehe ich jetzt gerade erst. Oh, pass auf. So, Absorption. Pass auf, wir werden jetzt mal in die einzelnen Sachen in die Übung gehen. Talente üben. Ich weiß nicht, ob es die einzelnen sind, die wir üben können oder alles zusammen. Nee, doch, einzeln. Okay, also, was soll ich machen? Setze die Dornenfässer erfolgreich gegen einen Gegner ein, um ein wenig Magie wiederherzustellen. Dazu müsste jetzt erstmal Gegner da sein. Muss ich den suchen? Hallo? Achso, Gegner rufen. Hallo! Wo bist du? Bleib doch hier! Aber wo kriege ich Absorption? Wann kriege ich denn das mit der Absorption? Setze... Setze die Dornenfessel. Also ich weiß tatsächlich nicht. War das jetzt schon Absorption? Vielleicht. Nee, kann nicht, weil... Okay, was haben wir noch? Ausweichrolle. Wie mache ich denn die? Okay, wir probieren mal auszuweichen, wenn er uns angreift. Ah, okay. Ausweichrolle. Okay, was haben wir noch im Angebot? Magie teilen. Aktiviere den Knuddelmodus im Kampf, um schrittweise... Was ist denn der Knuddelmodus? Um schrittweise Magie wiederherzustellen. Was ist der Knuddelmodus? Das ist, glaube ich, das wieder reinholen, oder? Okay, was haben wir noch? Große Tasche, ja... Konter. Wow, was war denn das? Oh, das war ja fantastisch. Okay, was ist das? Okay, was ist Konter? Wir müssen Konter mal ausprobieren. Achso, Konter ist klar. Jetzt weiß ich, was Konter ist. Das ist Konter. So, was haben wir noch? Aufgeladener Angriff.
Aha, und das ist jetzt der Biss, war, ich glaube, auch halten. Okay, cool. Das war der Biss. Dämonisches Ausweichen. Wir haben den Gegner besiegt. Plüschprügel. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt. Gut. Finde ich gut. Also das mit den Übungen ist gut. Weil das von der Bedienung halt doch mal was anderes ist. Und mir graut wirklich, wenn ich die Switch ausmache und ein paar Tage vergehen. Also das sind zumindest so die Sachen, die wir erlernt haben und können. So, jetzt ist die Frage. Ich habe da hinten was gesehen, wo ich voll gerne ran möchte. Da ist nämlich ein Stück Buch. Aber kann Cheshire dahin? Auch nicht. Okay, also aus dem Wasser kriegen wir noch keine Sachen raus. Schade, weil da ist eine Buchseite. Da ist eine Buchseite. Wenn wir das jetzt nicht hier umstoßen können. Ups, sorry. Okay, also wie wir an diese Seite da im Wasser kommen, weiß ich nicht. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir allgemein sind. Okay, da sind die Spuren des Wolfes. Ah, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach ganz normal zurück. Folge den Spuren. Ah, warte. So, ich bin gespannt, was es ist. Biologieaufzeichnungen 2. Wie ich bereits in meinem letzten Eintrag erwähnte, sind die meisten Pflanzen in diesem Wald von enormer Größe. Allerdings bin ich vor kurzem auf einige Varianten gestoßen, die wirken, als hätte irgendwas ihr Wachstum gestört. Ich habe sie nun schon einige Tage beobachtet, aber es scheint, als seien sie in eine Art Stase verfallen. Trotz des nährstoffreichen Waldbodens muss es ihnen an irgendeiner Art Nahrung mangeln. Die für mich derzeit wahrscheinlichste Theorie ist, dass es sich hierbei um eine fremde Spezies handelt, die sich erst noch an das Klima des Waldes von Avalon anpassen muss. Was gäbe ich dafür, wenn ich sie persönlich fragen könnte? Doch leider spreche ich die Sprache der Pflanzen nicht. In den vergangenen Tagen sind mir ferner einige sonderbare Objekte aufgefallen, die auf dem Waldboden verstreut lagen. Dabei handelte es sich um schimmernde, dunkelrote Blütenblätter und irgendeine Art süßlichen Konfekts. Besagte Blütenblätter waren mir auf den ersten Blick fremd, doch ich vermute, sie könnten von der sogenannten Onyx-Rose abstammen. Eine Blume nicht von dieser Welt, die von jenen Feen hochgeschätzt wird, von denen man sich erzählt, sie hausten in genau diesem Wald. Wenn das stimmt, dann ist vielleicht auch das Konfekt eine Art Leckerbissen der Feen? Ich kann nur hoffen, dass meine Forschung mich irgendwann dazu führen, einer echten Fee zu begegnen. Oh, was hei, oh, pass auf, was ist denn, wenn dieser Junge vielleicht irgendwie eher so ein Feenfänger ist und die Feen gar nicht böse sind, so wie man es ja annimmt, weil Konfekt, also ich frage mich, Konfekt, entweder du hast da eine Fee, die da mampfend durch den Wald geht und Konfekt verliert, was ich eher nicht glaube. Vielleicht dienen ja auch diese ganzen Feenoasen zur Aufrechterhaltung eines Gefängnisses, weil man nimmt ja an, dass diese starke Magie, wogegen die Hexer noch nicht mal ankommen, verursacht sind von Feen, die Böses wollen. Ich komme da gerade so ein bisschen drauf, weil der Anfang der Story war ja tatsächlich auch so gehalten mit Syriza wurde nicht akzeptiert und da sehr, sehr viel Negativität auf sie einprasselte. Ist so ein bisschen so dieses Schubladendenken, was da als Hintergrundgedanke war. Was ist denn, wenn man so vom Spiel gedanklich in diese Schublade reingepresst wird? Jemand sagt, die Feen sind böse. Wir denken, die Feen sind böse. Aber was ist denn, wenn die Feen hier einfach von irgendwem gefangen gehalten werden und dieses Konfekt eher so eine Art Spur ist, weil Feen das mögen,
um sie in den Wald zu locken, immer tiefer in dieses Gefängnis rein. Das könnte ja auch sowas sein, dass der Wolf vielleicht irgendwie eine Fee vielleicht ist, die es geschafft hat, in eine andere Form zu schlüpfen, um nach Hilfe zu rufen. Und dieser Junge vielleicht auch irgendwie so ein Feenjunge ist. Ganz wilde Theorie. Aber ist jetzt gerade so das, was mir spontan dazu einfällt. Ich bin sehr gespannt, ob ich vielleicht ein bisschen recht habe, ob ich gar nicht recht habe oder ob wir komplett recht haben. Das werden wir herausfinden im Verlauf des Games. So, folge dem Wolf. Achso. Nee, Cheshire. Ah, siehst du, guck mal, hier können wir nämlich auch nach hinten laufen. Ich kann wahrscheinlich nach der Folge, muss ich auf jeden Fall, glaube ich, erstmal eine Aufnahmepause machen. Auch wenn ich gerne aufnehmen würde, mehr und länger, weil meine Stimme dann einfach nicht mehr kann. So, mein Bronchitis-Husten. Komme ich da nach oben? Nee, aber warte. Da oben ist, glaube ich, eine Falle auf jeden Fall. Komme ich da irgendwie hoch? Warte mal. Vielleicht hier über die Steine? Geht das hier weiter? Ist das ein Weg? Nee. Hä? Ja, vielleicht ist es wirklich irgendwie ein Gefängnis oder sowas. Ich weiß, das ist eine ganz, ganz wilde Theorie. Aber es fällt mir dazu ein. So. Kann ich Schische werfen? Nee, wie komme ich denn nach oben? Ah, über dieses Teil. Okay, da steht auf jeden Fall irgendein Gegner. Oh Gott. Wow, also die besiegen wir jetzt auf jeden Fall schon viel, viel schneller. Kriege ich mich in irgendeine Ecke damit? Achso, klar, wenn wir so rumspringen. Zack und rüber. Aber ich wollte eigentlich, ich will hier hoch. Ah, wie so kleine Trauben. Warte mal, ich werde mal schön nochmal rausholen. Aber es sieht zerstört aus. Gut. Ich will ja eigentlich da oben. Da ist doch noch was. Ich weiß noch nicht, wie ich hochkomme. Doch, so komme ich hoch. Ach, sag das doch gleich. Mensch. Man darf sich halt auch nicht zu lange Zeit lassen. Hier an der Stelle. Sonst ist der Zauber verpufft. Siehst du, da ist nämlich noch eine Truhe. Achso, ich wollte gucken, ob wir noch was brauen können. Ah, das habe ich jetzt schon volle Möhre wieder vergessen. Egal, wir haben von allem irgendwie zwei Tränke. Okay, pass auf, dann laufen wir weiter. Oh oh, what is happening? Was ist denn das? Stecken da auch die Feen dahinter? Oder der Rest meiner Bronchitis? Irgendwer steckt dahinter. Also zumindest auf der anderen Seite ist noch was. Kommen wir da rüber? Warte mal, lass uns noch mal gucken. Weil da unten ist ja zum Beispiel auch was, was wir einsammeln können. Okay, pass auf, dann gucken wir jetzt erstmal ganz normal weiter. Also der Wald ist wirklich voller Gefahren. Nicht freundlich. Se-Nimue. Okay, jetzt sind wir da oben. Aber vielleicht geht es ja auch einmal so rundherum, dass wir da nochmal hinkommen. Ich weiß noch nicht. Also wir haben einige Sachen, kamen wir jetzt wirklich noch nicht ran.
da müssen wir mal gucken. Ich war ein bisschen schnell. Zack. So, okay, da wäre der reguläre Weg. Dann gucken wir natürlich erstmal den unregulären Weg. Oh mein Gott, der Baum hat uns betrogen. So, das war Konter. Geil. Auf. Können wir die jetzt irgendwie mal festhalten hier? Das zum Beispiel. Oh. Warte. Ich bin hier zwei auf einmal. Ich glaube, das sieht voll gut aus. Also es war gut, dass wir aufgelevelt haben. Manchmal vergisst man, dass man zwei Sticks hat, die man bedienen muss. Aber das hat auch ganz gut geklappt jetzt. Oh Gott, das sieht kompliziert aus. Was ist denn das? Ein warmes Leuchten zeigt den Weg zu einem nahegelegenen Unterschlupf. Ah, die Geschichte, das ist okay. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wo wir stehen. Guck mal, wo wir stehen. Oh, warte, warte, warte. Wo ist es? Ach, da wollte ich gar nicht rein. Ach, verdammt. Jetzt ist mein... Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich nenne es immer Zahn. Aber zumindest ist das kleine Teil ist weg. Okay, pass auf, dann gehen wir da jetzt rein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind. Aha. Ich finde es gut. Jetzt ist es doch so ein bisschen kreuz und quer, wie man laufen kann. Schließe das Tier nah noch ab. Oh Gott. Limitation. Was heißt denn Limitation? Irgendwas ist limitiert. Was ist das denn? Besiege alle Gegner vor Ablauf der Zeit. Besiege alle Gegner vor Ablauf der Zeit. Bezwungene Gegner verlängern das Zeitlimit. Oh no. Oh, das sind die, die wir festhalten müssen. Stehender Schussbahn. Oh, warte. Wir müssen vielleicht diese... Warte mal, können wir die hier hinlocken? Können wir... Warte mal. Den halte ich erstmal fest. Cheshire. Nein. Können wir damit nicht auch Gegner schlagen? War das nicht so? Ah, nicht sehr effektiv. Not very effective. Okay. Warte, warte. Ah. Dummer Fehler. War da die Zeit im Ablauf? Oh nein. Bösartiges Feengelächter ertönte, als Cerisa und Cheshire aus dem Tier nahe Nock geschleudert wurden. Das probieren wir doch mal. Ja, vielleicht sind die Feen doch böse. Habe ich irgendwo eine Zeit gesehen? Aber vielleicht ist es auch was, was wir später erst abliefern können. Ich weiß nicht. Wenn wir stärker sind. Ja.
Warte. Ich würde jetzt erstmal dieses große Ding hier erstmal erledigen. Das nervt mich halt so ein bisschen. Aber ich komme hier nicht rein. Scheiß Fallstelle. Ach, Mann. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Guck mal, wie kurze Zeit ist. Da müssen wir wiederkommen. Gut zu wissen. Sehr schön, macht das allein. Schön um alle fallen wollen. Ist gut. Nein. Syriza ist tot. Ich glaube ja. Okay, wir kommen hier wieder. Das schaffen wir nicht. Jetzt wird mein Husten gerade auch sehr extrem und mir wird warm. Gut, Satz mit X, nix. Aber haben wir auch die Erfahrung mal gemacht? Das heißt, es gibt hier unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Das schaffen wir. Komm los, steht auf. Schneller. Zeit ist Erfahrung. Nein, da will ich nicht rein. Lass mich raus. Da möchte ich nicht rein. Da ist böse. Okay, das heißt, wir können da regulär hin, aber wir sollten vielleicht auch wirklich nochmal zurückgucken. Weil da drüben sind ja zum Beispiel auch nochmal Sachen, wo wir was tun müssen. Ich merke jetzt auch, irgendwann ist der Kopf einfach so ein bisschen müde, dass man mit der Bedienung einfach irgendwann auch nicht mehr klarkommt. Was sind das? Weiß ich nicht. Oh, oh. Ich glaube nicht. Kriegen wir hin. Aua. Ist der aufgeladen, ne? Aufgeladen ist geil. Guck mal, was Cheshire alles Tolles kann. Krass. Der Biss ist auch gut. Mega. Also ist der weiße Wolf wieder weg, ne? Streichelt sie ihn eigentlich, wenn man kurz was nicht macht? Bei den Kaninchen vorne hat sie ja was mit ihm gemacht. Oh, süß. Dann setzt es sich hin. Okay, was ist das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber kriegen wir dieses Tor, was dahinter ist, noch auf? Hier. Nee. Kriegen wir nicht. Okay, also ich weiß noch nicht, wie wir da rankommen. Was wir dafür brauchen. Ach, guck mal, da oben ist aber auch noch was Spannendes. Ist auch noch ein Kristall. Weiß ich auch nicht, wie wir rankommen. Werden wir bestimmt bald mal eine Folge haben, wo ich sage, ich weiß nicht, wo lang. Wir müssen alles nochmal ablaufen. Aber ich meine, da sind ja auch diese gelben Kristalle. Und springen ist wahrscheinlich... Ah, springen ist hier. Das habe ich doch gesehen. Aha, so, pass auf. Okay. Das ist gut.
Und da kommen wir wieder rüber. Falsch. So. Ich merke das richtig. Mein Kopf braucht, glaube ich, echt gleich eine Pause. Aber ich spiele jetzt schon knapp 4 Stunden. Glaube ich, so in dem Dreh. Plus, minus. Irgendwann brauchen linke und rechte Gehirnhälfte einfach Pause. Ah, ist so eine zum Springen drauf, ne? Ja, ja. Nee, so eine Geschichte. Da ganz oben ist zumindest auch irgendwas. Mal gucken, ob wir da rankommen. Ah, das Gras ist total nass und rutschig. Oh, guck mal, was ist denn da unten? Weiß ich noch nicht. Da unten ist auf jeden Fall auch irgendwas. Ah, die Pflanzen schon wieder. Oh, da müssen wir gucken. Wo laufe ich jetzt eigentlich genau hin? Oh Gott, das sieht richtig gefährlich aus, ne? Okay, ich bin da oben. Hier haben wir angefangen. Hier müssen wir tatsächlich auch echt nochmal hin, ne? Wir können uns auch nicht teleportieren, glaube ich. Das heißt, wir müssen wirklich alles laufen. So. Du spawnt bestimmt auch wieder. Oh oh. Die kriegen wir jetzt schon richtig, richtig schnell erledigt. Voll gut. Neues Gebiet. Hä, wo bin ich denn jetzt? Yeah. Eigentlich wollte ich gar nicht in noch ein neues Gebiet. Lichtbüschelhain. Sehr schön. Laufen wir hier jetzt rein, gucken wir, ob wir das erledigt bekommen. Aber ich komme gar nicht bis hin. Nö. Sieht richtig gut aus. Aber es wird definitiv gefährlicher. Ah, okay, wir können gegenschlagen. Können wir damit vielleicht irgendwas machen? Ich weiß nicht. Ich bin verwirrt. Oh oh. Oh oh. Ach du Scheiße, der hat so ein Riesenschild. Ach du Scheiße. Spriggan. Strenger Verteidiger. Also bei den Gegnern hakt es manchmal ein bisschen. Wahrscheinlich den Schild erstmal. Von hinten vielleicht. Ich will jetzt von hinten mal ran. Ja, jetzt hängt er natürlich in so einer blöden Ecke, wo keiner rankommt. Das ist blöd. Einfach draufklüppeln. Wo ist denn Syriza jetzt inzwischen abgeblieben? Haben wir ihn besiegt? Okay. Das kam unverhofft und ging schnell. Ich würde ja eigentlich sehr gerne irgendwie nochmal speichern.
Und da oben ist noch eine Truhe. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt in einem Bereich sind, der einfach zu gefährlich sein könnte. Egal, wenn wir wieder rauslaufen, finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Nein! Da will ich nicht rein. Warte mal. Hier ist aber dezent falsch. Okay, wir müssen mal gucken. Ich muss irgendwo auf jeden Fall zurück. Ich bin irgendwie zu schnell hier jetzt lang. Definitiv. Irgendwo habe ich eine Abzweigung übersehen, verpasst, nicht mitbekommen. Vor Neugierde übersehen, ich weiß nicht. So, weil hier kommen wir ja eigentlich auch irgendwie dann wieder rüber, wenn ich das richtig sehe. Da wäre dann das nächste. Ja, ja, ja. Deswegen laufe ich wirklich mal ein bisschen zurück. So, See Nimue. Aber durch den waren wir jetzt auch so schnell durch. Ah. Zap, zap. Ich weiß halt nur nicht, wie weit wir jetzt zurücklaufen. Was sind das hier für eine Pflanze eigentlich? Kann man mit der was machen? Nee. Shit. So weit weg. So, Dark. Können wir hier... Warte mal. Falsch. Ah, aufgelöst. Weil man konnte sich jetzt auch nicht festhangeln irgendwie. Also diese gelben Dinger, ich habe keine Ahnung. Was wir mit denen hier, ob wir mit denen irgendwas anstellen können, weiß ich nicht. Es sieht ja irgendwie so aus. Es wirkt so. So, hier sind wir jetzt definitiv einfach auch zu schnell durch. Das weiß ich. Jetzt weiß ich halt nur nicht, welcher Punkt gut ist zum Zurücklaufen. Auf jeden Fall irgendwas davor. Schaffe ich. Vor allem können wir halt auch gucken, ob wir noch irgendwas an Fertigkeitspunkten aufleveln können. Ja, guck mal, da unten hängt auf jeden Fall irgendwas. Oh, wir sind im Kampf. Den würde ich gerne mitnehmen. Weil wir dadurch einfach auch noch ein paar Sachen einsammeln können. Also, bis wohin laufe ich zurück, ist jetzt die Frage. Ich bin am Überlegen. Ich weiß tatsächlich nicht ganz. Weil wir ganz viel noch am Anfang übersehen haben. Oder noch nicht rankamen. Weil wegen ist so. Ah, hier. Das ist ja wirklich so ein zentraler Punkt. Weil wir kommen ja da noch nicht mal ans Wasser ran, ne? Pass auf, ich werde jetzt erstmal gucken, ob wir noch irgendwas dazu lernen können. Syriza vielleicht. 500. 450. Das haben wir gelernt. Das können wir noch nicht. Okay, können wir noch nicht. Hier haben wir 182. Können wir, glaube ich, auch nichts lernen. Okay, pass auf. Dann werden wir jetzt eine Runde speichern. Und ich mache jetzt einfach mal eine kürzere Folge, Ladies und Gentlemen. Wie das Ganze weitergeht, werden wir das nächste Mal herausfinden. Klickt euch sehr, sehr gerne rein, wenn ihr mögt. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.